Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 1. Heute geht es weiter, wir haben natürlich wieder Matt dabei, wie so üblich. Wir sind jetzt hier vor der Arena und ich würde sagen, wir reden jetzt hier nochmal mit den paar Dudes, zum Beispiel dem, der einfach hier so auf dem... Weißt du was? Ich tu dir einen Gefallen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen, dann nehmen sie dich vielleicht in das Lager auf. Dann können wir uns jeden Tag sehen. Okay. Habe ich nicht gesagt, das ist was, also ich weiß nicht, ob du den überhaupt auf den hören, aber habe ich nicht gesagt, das wird vielleicht was Gutes bringen? So, aber jetzt erstmal Skatty. Von dir haben wir schon gehört. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer an und so weiter. Oh, können wir auch mitkämpfen? Das wäre cool. Ich will mich dem Lager anschließen. Wenn du es schaffst, kannst du mir dabei helfen? Beeindrucken? Vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Also, wenn wir gewinnen, leg dann ein gutes Wort ein und wenn wir verlieren, dann nicht. Nehme ich jetzt mal an. Ich dachte, das alte und ganz das neue einfach. Lager verstehen sich nicht besonders gut. Die Woche wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Die Butler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Okay, ich hoffe, wir gehen mal ganz kurz hier raus. Lass mich mal vorbei. Manche halten mich ja für einen durchgeknallten Spinner. Aber jemand wie du würde sich hier ja niemals mit einem Spinner sehen lassen. Sowas spricht sich ja rum. Also werden sie einsehen, dass sie sich in mir getäuscht haben. Matt. Kannst du mal bitte einen Moment die Klappe halten? Klar. So, jetzt nochmal zu Skatty. Ich hoffe, jetzt ist dieser kleine Minibug weg. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Okay. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Einhänderstufe 1, 50 Erd. Okay, 10 Lernpunkte haben wir definitiv nicht. Na gut. Oh, Kirgo, wer bist du denn? Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Oh, können wir gegen den kämpfen? Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Das hört sich gut an. Wisst ihr was? Komm schon, ich will vorbei. Wir speichern jetzt mal und fordern den zum Arena-Kampf raus. Ich will immer auf Numpad hier speichern, aber das geht nicht. So, wir schauen einfach mal, ob wir gewinnen. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Vielleicht nachher. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Skatty, meinst du? Hm. Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Bisschen sehr confident sind wir, oder was? Okay. Na dann. Let's see. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir.
Okay, Karim ist wahrscheinlich der Dude, der die ganze Zeit in der Arena rumkämpft. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Kleiner Sparringkampf. Der hat genug. Okay, das machen wir mal nicht. Komm schon, ich will vorbei. Du bist mein bester Freund hier drin. Die an. Fick dich, bist du taub oder suchst du Streit? Kannst du mal. So. Okay, also. Karim war doch hier drin, oder? War denn nicht hier der. Der hat doch hier trainiert, oder nicht? Ich weiß übrigens nicht, ob wir wirklich mit Matzo. Hier ist Karim. Wie der gerade aufgesprungen ist. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Also ich sage mal so, gegen den anzutreten ist, glaube ich, ich dachte sogar, mit ein bisschen Geschick kriegt man das sicher hin, aber... Wenn uns der Schwächste oder einer der Schwächsten hier one-hitted, glaube ich, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ja, nee, ihn herauszufordern ist, glaube ich, nicht so gut, wenn wir den schon nicht hingekriegt haben. Gohannes. Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Oh, du bist auch einer von denen. Ah. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Vielleicht kann man den leicht umnocken, wenn der so ein Spinner ist. Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen. Du meinst, ihr wartet darauf, dass euch euer Gott befreit? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. Die Sache ist, was mir auch erst eingefallen ist, nachdem wir das letzte Mal mit so einem Dude geredet haben, ist... Gothic spielt, soweit ich weiß, in derselben Welt wie Risen. Und in Risen 1 haben wir am Ende gegen den Feuergott gekämpft. Also die Götter sind real in dieser Welt. Das heißt, vielleicht ist es gar nicht so dumm bei denen. Wir schauen auf jeden Fall mal. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Hier im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Ja, das ist dieser Palvares oder wie auch immer der hieß. Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant? Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Wenn du mehr darüber erfahren willst, begib dich zu uns ins Lager. Machen wir, wenn wir jemals eine Karte bekommen. Oh, Schleifsteine können... Nee, können wir noch nicht. Dafür müssen wir erst ein bisschen Erz locker machen. So. Ja, wenn wir uns lautlos bewegen könnten, könnten wir jetzt einfach hier reingehen. Aber wir können halt auch noch nicht sneaken. Ich habe das eh noch gemacht, dass es Sneaken auf C ist, oder? Schleichen, Numpad multiplizieren und C. Aber es geht beides nicht. Und auch C drücken und dann vorwärts, oder? Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Oder gibt's so irgendwie Spezialaktionen machen? Aber nee, schleichen, umsehen, First Person, schnell laufen. Aber hier zum Beispiel springen kann ich ja auch ohne irgendwas. Du bist ein normaler Schatten, das heißt, du bist schon mal uninteressant. Wen interessiert das? Oh, Fleischmann. Oh, jetzt haben wir ja keinen Moment. Mach die platt. War doch klar, dass das er schon haben.
Mach die doch einfach... Oh, Moment, vielleicht mit dem Höhenunterschied hier. Fickt euch. Ihr Dreckskakerlak. Moment. Ich habe eine Idee. Können wir unser Schwert entausrüsten? Okay, wir droppen es halt einfach erstmal. So. Und jetzt? Ja! Ja! Okay, wir müssen dafür unser Schwert droppen. Nice. Also, wir müssen es wahrscheinlich nicht droppen. Nein. Wir müssen es wahrscheinlich nicht droppen. Aber... Nein. Aber wir müssen... Hallo? Achso, die ist noch voll. Okay. Aber wir müssen wahrscheinlich zumindest es nicht ausrüsten. Aber jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Fleischwanzen-Stuff. Oh. Geil, hier ist nichts drin. Cool. Okay. Na denn... Da ist noch eine Fleischwanze. Oh, jetzt haben wir es die ganze Zeit nicht ausgerüstet. Das ist eh besser. Hör mal, die Rennerei wird langsam anstrengend. Wollen wir uns nicht irgendwo ein kuscheliges Plätzchen suchen und es uns gemütlich machen? Halt's Maul, Matt. Sonst box ich dich gleich. Ja. So. Her mit deinem geilen Fleisch. Wie viel haben wir jetzt? 3 Stück. Wanzenfleisch. Ich weiß nicht, ob wir das roh oder gekocht brauchen, deswegen koche ich es mal sicherheitshalber nicht. Aber wenn wir hier noch mehr Wanzen finden, lasse ich das Schwert gleich unausgerüstet. Aber wir haben es dabei, oder? Was passiert, ja, wir haben es dabei. Sehr gut. Wahrscheinlich hast du recht. Solange ich nichts damit zu tun habe. So. Die Sache ist, es wird, glaube ich, auch schon wieder... Ja, es wird schon wieder dunkel, das heißt, die... Du bist wie ein großer Bruder für mich. Ich hatte nie einen großen Bruder. Auch keinen kleinen. Meine Eltern wollten mich nicht behalten. Ich bin sicher, das fiel ihnen nicht leicht. Bestimmt nicht. Das ist genau meine Rede gerade. So. Kannst du... So. Oh, Moment, eine Frage. Okay. Ich werde wieder zurückgehen zum, komme ich hier hoch? Komme ich, sehr gut. Wer bist du? Kennen wir dich schon, oder du bist Fletcher? Das ist wirklich nicht mein Buddler, Schattenbuddler, okay. Wir gehen wieder zurück zu unserer Hütte und schauen mal ganz kurz, dass wir ein bisschen Schlaf bekommen, bevor wir uns weiter begeben. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ah, what the fuck? Der Schmied war gerade so laut. Ich dachte gerade, was ist das auf einmal für ein Drache, der hier erwacht oder so? Das ist unsere Hütte, gell? Jo. Na gut, dann einmal kurz schlafen. Hallo, einmal kurz schlafen. So, bis zum Morgen, genau. Es hat sicher auch irgendwas damit auf sich, dass man bis Mitternacht und so schlafen kann. Für bestimmte Events. Geil, haben wir schon geredet. So kann man übrigens ein bisschen schneller sein, glaube ich. Also, es schaut ein bisschen dumm aus, aber man ist halt schneller. Also, oh. Gibt's hier einen Geheimgang? Also, Geheimgang und Anführungszeichen, wenn man hier lang geht. Wahrscheinlich hast du recht. War doch klar. Oh, Moment, komm mal hier hoch. Ha. Ich höre dich. Vielleicht hier. Nee. War doch. Warum passiert so? Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Ich glaube. Da kommt man doch safe irgendwie hin auf dieses Teil drauf. Oder? Ich halte mich da lieber raus. Manche lernen eben gar nichts. Ich glaube kaum, dass ich daran was hätte. Nein, okay, da nicht. Schade. Warum passiert sowas immer wieder? War doch klar, dass das Ärger. Okay, aber wir kommen auch so da hoch. Gibt's hier noch eine Wanze zufällig? Nee. Früher wäre das ganz anders. So, ihr seid hier du. Oh. Früher wäre das ganz anders. Ist das ein anderes? Das ist ein anderes Tor hier. Nee, wie steht's? Wo finde ich? Haben wir immer noch dasselbe? Ja, nee. Also hier ist ein anderes Tor. Okay.
Ist das dann das Südtor oder ist das andere das Südtor gewesen? Weil beim Südtor gibt es eine Wiese mit so Blumen, die wir für den Dude brauchen. Für den... nicht Prüfung des Vertrauens. Graham wird mir eine Karte geben. Ich finde ihn links neben dem Nordtor. Vielleicht ist das das Nordtor und wir finden den jetzt gleich, weil wo wir jetzt hingehen, ist ja links davon. Wenn man die Burg, also das Ding als zentral nimmt und nicht das von irgendeiner Seite betrachtet. Wir wissen vielleicht, wohin die Butler im Arena-Viertel. Ja, okay. Höllenpilze gibt es in der Ebene vor dem ungestürzten Turm, dem Südtor. Moment. Dann ist aber das das Südtor, oder? Weil der Turm ist ungestürzt. Das ist der ungestürzte Turm. Und das ist dann das Südtor. Moment. Da schauen wir mal ganz kurz gleich raus, ob da zufällig die Pilze sind. Ihr seid nur regular Buddler. Ist hier jemand immer drin? Immer wieder dieselbe Leier. Nein, lass mich hoch. Nein, Lauter, lass mich halt hier hoch. Sau mal ab. Nein, kann schon wieder. Alter, könnt ihr mal die Fresse halten? Wäre das eine Möglichkeit, oder? Okay. Wir schauen, ob das hier das Südtor ist. Bevor ich da jetzt aber rausgehe, werde ich sicherheitshalber nochmal dies... Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekommen ist. Moment. Das wäre schon lange hier. Oh. Gar nichts dazu. Solange ich nichts damit zu tun habe. Moment, wie rüstet man eine Waffe aus? Dammit! Waffe Space. Inventar. Spielerstatus Mission. Moment. Nicht so viel Quatsch. Das passiert mir nicht nochmal. Ah. Erstmal abwarten. Es wird nicht. Okay, so Moment kurz. Nein. Moment. Kann ich. Deine Haut will ich trotzdem nicht stecken. So. Manche lernen eben gar nicht. Oh! Kann schon sein. Ich weiß jetzt auch, wie man es aus- und abrüstet. Sehr gut. Das heißt, sehr schön. Das heißt, langsam kriege ich mit der Steuerung echt was hin. Torwache. Ihr seid beim Südtor, oder? Hi. Beweg deinen Arsch. Rein oder raus, mir egal. Hauptsache, du stehst mir nicht vor der Nase rum. Okay, und was mit dir? Nix. Okay. Oh, ich glaube, das hier sind diese Pilze, oder? Wir sind auch wieder Scavenger. Moment, müsste dann aber hier links nicht der Weg... Da hinter der Hügelkuppe müssen die zwei Dudes stehen. Apropos, hier Erfahrungspunkte bekommen wir wahrscheinlich hauptsächlich... Wobei, durch Quests vielleicht auch. Also Lernpunkte... Ich schätze mal einfach, wenn wir ein Erfahrungslevel bekommen... Kriegen wir da... Oh, Sklavenbrot. Höllenpilz. Wir nehmen die einfach mal alle mit. Nehmen wir. Du schaust irgendwie bösartiger aus als die anderen. Du schaust wie so ein komischer Echsenmensch aus. Und da ist eine Höhle. Okay. Wir nehmen nochmal die hier mit. Oh, die Garden, aber... Oh, die Garden irgendwas. Ich will aber ehrlich gesagt vorher wissen, wie man die ausnimmt, die Viecher. Weil ich halt unbedingt... Weil ich glaube halt nicht, dass die respawnen. Oder ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass sie nicht respawnen. Entsprechend... Ja, will ich die jetzt nicht einfach so töten, ohne dass ich die vernünftig verwenden kann. Aber hey. Hey, du. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Wir sind gerade vorher hier rausgekommen. Seid ihr dumm oder was? So, wir gehen jetzt aber nicht schon wieder zurück. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erz, Mann, das ist nicht viel. Hier, 10 Erz.
Und du hilfst mir, wenn ich Ärger habe. Hey, verarsch mich nicht. Komm wieder, wenn du das Erz hast. Lass uns lieber über was anderes reden. Okay, also die sind zumindest nicht böse, dass ich noch nicht so finde viel Geld habe. Ist schon mal nice. Lass dich auf jemanden und du bist verlassen. Ist das hier eine Hütte? Nee, das ist nur so ein Umgestift. Moment, wir waren hier gerade. Ich bin auch dumm. So, wir gehen wie gesagt nicht zurück, weil ich möchte nicht schon wieder zurück und hin und her. Wir schauen uns jetzt erstmal weiter hier um. Oh, Mordrak, du gibst angeblich Sachen zu einem guten Preis her. Hey, Neuer, ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Ja, ich habe schon von dir gehört. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. So. Zähne hat er. Die würde ich ihm gern verkaufen. Ein Becher. Ach so, ich habe Schlüssel gelesen und dachte mir schon, wofür ist der Schlüssel? Nee, Schlüssel, Fackel. Erzbrocken? Ich dachte, Erz ist die Währung. Ich verstehe es nicht ganz. Ist Erz oder Geld die Währung? Ich verstehe es nicht ganz. Dietrich, den werde ich gerne... Den werde ich gerne tauschen. Und zwar gebe ich dir dafür 2 Becher. Und eine Waldbeere. Nee, hier so ein... Hä? Oh, Schinken, das ist was anderes. Ich dachte, das wäre nur ungebratenes Fleisch. Wir haben... Sklavenbrot gibt mehr Lebensenergie. Ich gebe dir mal ein so ein Sklavenbrot noch. Da steht Wert 9. Hä, warum... Okay, fuck off, okay. Aber dann suche ich mir noch was aus. Essenz der heilenden Kraft 25 am Arsch. Brot, Reisschnaps, Reis, Pfeile. Ja, dann gib mir wenigstens Pfeile, dass wir gleich sind. Nein, ich habe jetzt abgebrochen. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ich habe abgebrochen anstatt... Ich will einen Dietrich und du... Und dafür gebe ich dir mal bitte... Lass uns lieber über was anderes reden. Moment. Habe ich abgebrochen, oder? Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich glaube, ich habe... Nee, ich glaube, ich habe ihm nichts gegeben. Absolut idiotisch. So, ich gebe dir stattdessen lieber irgendwas, was sehr billig ist. Und zwar, das brauchen wir wahrscheinlich nicht. Hier so ein Pfeil oder was? Kann schon sein, aber wen interessiert das? So, ein Pfeil. Und schon Enter annehmen. Sehr schön. Und jetzt haben wir einen Dietrich, oder? Der müsste wahrscheinlich unter Verschiedenes sein. Ja, Dietrich. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt ist meine Frage... Steht hier irgendwo, wie viel Kohle wir haben? Weil ich weiß sonst nicht, wie viel Kohle wir haben. Ich glaube kaum, dass ich hier da steht allgemeine Infos, gescheiterte, erfüllte. Wie viel brauchen wir von dem? Drei Fleischwanzen und 5... Okay, das haben wir auch schon, sehr gut. Aber wie... Haben wir 7 Münzen? Weil Münze steht hier... Da steht kein Wert dabei. Also wahrscheinlich haben wir 7 Kohle. Das könnten wir eigentlich easy ausprobieren. Indem wir nochmal kurz beim Mordrak... So. Jetzt verkaufen wir dem nämlich... was verkaufen wir dem? Irgendwas, was wir nicht brauchen. Zum Beispiel den Brief, weswegen wir hier sind. Nee, so Höllenpilze. So. Wenn meine Rechnung stimmt, wir haben 7 Münzen. Jetzt müssten wir... Ich nehme mal nicht so viel, weil nicht, dass wir dann sofort Schutzgeld zahlen müssen. Jetzt sollten wir 9 Münzen haben, wenn Münzen wirklich die Währung hier sind. Wir haben immer noch 7 Münzen. Und
Wo steht, wie viel Kohle wir haben? Bin ich dumm? Ich weiß nicht, wo... Ja, aber es gibt doch keine eigene Einstellung von wegen... Hier Geld zeigen, oder was? Mission und Notizen, Spielerstatus, Inventar... Es müsste meiner Ansicht nach ja wahrscheinlich am ehesten im Inventar stehen, aber... Ich sehe hier nirgendwo eine Zahl, die angibt, wie viel Stuff wir haben. Und das mit den Münzen, da haben wir einfach 7 von. Immer noch. Und ich habe vorher definitiv annehmen gedrückt, also... Naja. Alles ein bisschen... weird. Okay, hier ist niemand drin. Sollte ja eigentlich noch länger Tag sein, falsch. 10 Uhr, genau. Solange ich nichts damit zu tun habe. So. Ein paar Buddler. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Großes Dach. Haben wir schon mal von einem großen Dach gehört. Oh, Dexter, dich. Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Ich halte mich darüber aus. Keine Ahnung. Was ist Sumpfkraut? Neu hier, was? Ich glaube kaum, dass kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Ich weiß nicht, ob ich hier Drogen will. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Gut, du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Okay, das heißt, wir können ihn vielleicht auch mit Taschendiebstahl bestehlen. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erzforscher. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erzvorschuss. Vergiss es. Dammit. Kein Erz, kein Rezept. Okay, ich werde sehen, ob ich das Ding kriege. Ich hätte vielleicht noch länger verhandeln müssen, aber nicht, dass der mir dann überhaupt nicht hilft oder was. Von daher... Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich habe eine da. Für 50 Erz. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt genau. Wir können eine Karte... Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Deine Karte, oder? Karte der Kolonie. Leider fehlt darauf ein großes Gebiet im Südwesten. Ich glaube, das ist nicht gut. Vor allen Dingen, dieses Abzocke mit den 50, wenn uns der andere Typ das kostenlos gibt. 200 Erz... Aber Erzbrocken... Ich verstehe nicht, was... Was... Sind Erzbrocken dann doch das... Ich verstehe es nicht ganz. Man muss eben aufpassen, was... Dass nirgendwo steht, wie... Sind Erzbrocken Erz? Ich verstehe es nicht. Also Moment, bei denen waren wir gerade schon. So, ein Butler, wer bist du? Oh, du bist bald Parves! Was heißt, ich kann... Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien.
In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Jetzt gerade nicht, aber... Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die Besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die 3 Götter abgeschworen. Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Kann schon sein. Was hat euch der Schläfer gesagt? Er hat uns in den Sumpf geführt zu den alten Tempelruinen. Dort haben wir unser Lager errichtet. Er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns muss mehr in den Minen schuften. Er hat uns die Wirkung des Sumpfkrauts gezeigt. Wir verkaufen es an die anderen Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er gab einigen von uns die Gabe der Magie. Einer alten, mächtigen Magie, verschieden von der, die die Magier des Reiches anwenden. Erzähl mir von der Magie des Schläfers. Diese Gabe verleiht die Fähigkeit, Dinge mit der Kraft deines Willens zu kontrollieren. Ich höre nicht mehr. Nur die Gurus unserer Bruderschaft sind in die Geheimnisse dieser Magie eingeweiht. Das hört sich irgendwie alles sehr nach einem Scam an. Wenn das nur ein paar ganz wenige Bestimmte machen können und die anderen alle einfach nur Drogen verkaufen, damit die in Ruhe herumchillen können mit Kraut. Hört sich das hart nach einem Scam an? Oder bin ich da? Ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Aber du sollst teuer sein, oder? Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Das hört sich nicht so gut an. Also, in bestimmter Hinsicht. Butlerhose, Schutz vor Waffen 15, Feuer 5. Leichte Butlerhose, Schutz vor Waffen 10. Ja, ich habe nicht so viel Erz, sorry. Zeig mir deine Ware. Ich glaube, wir müssen bei dem wirklich, also bei den Dudes, wirklich Erzbrocken kaufen. Wert 10, 44. Okay, ich glaube, wir machen 12 Schaden. Oder machen wir 12 Schaden? Achso, nee, ich kann das jetzt nicht nachschauen. Wir machen, glaube ich, 12 Schaden. 14 Schaden. Okay, damit wir einigermaßen Schaden bekommen, müssen wir fast 200 Erz blechen. Und das heißt nur Butlerzucht. Lurkerbiss. Bauernwehr. Okay, die Namen sind cool, aber trotzdem. Oh, der hat einige Dietriche. Ich glaube, wir brauchen echt Zähne und so weiter. Ich meine, wenn ich jetzt hier von ein paar reingebe. Ich glaube, ich muss wirklich Erz kaufen, damit ich mal bei den Lehrern und so weiter was anhören kann. Oder denen was machen kann. Okay, du warst nur ein Gardist. Du warst Fisk. Du warst Fisk. Genau, super. Okay. Das die. Aber das haben Moment, aber das heißt, wenn das das Südtor ist, waren wir doch bei dem anderen, beim Nordtor wahrscheinlich. Außer es gibt noch ein Westtor oder sowas. Aber das heißt, wir haben Graham einfach wahrscheinlich nicht gefunden, weil wir dort nachts waren. Das die von. Warum kommt mir der Name jetzt gerade bekannt vor?
Lehrer im alten Lager. Fingers, Dusky, Sketty, Händler, Mordrak, Raven, Dexter und Fisk, Dexter Marktplatz. Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parvester unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften. Wetten wir können den an Gomez verraten, dass der überlaufen will. Ich könnte es mir vorstellen. Oder halt nicht, sondern dass wir das halt irgendwem verraten und dafür kriegen wir deren Zuspruch bei Diego. Dir gefällt's ja nicht. Wieso gehst du da nicht einfach? Weil ich nicht sicher bin, was mich da erwartet. Ich habe einen Kumpel hier gehabt. Melvin heißt er. Er ist vor 1 Woche ins Sektenlager abgehauen. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Und solange sich das nicht ändert, bleibe ich besser hier. Okay, Melvin. Steht das jetzt auch in unserer Neue Seelen für die Bruderschaft? Dass der Butler ist jetzt unzufrieden, er spielt. Ja, aber der hat es von Melvin gesagt. Dixon meint, ich soll das Bewerber Insektenlager anschließen. Das war der gerade. Ja, Prüfung des Vertrauens. Ja, okay. Verschwundener Gardist. Nein, ja, das war Neck, genau. Okay. Du bist ein Butler, was ist mit dir da oben? Du bist ein normaler Gardist. Dass man hier klettern kann, ist übrigens sehr angenehm. Das Klettern, wenn ich das nicht rausgefunden hätte, wäre hier einiges schlimmer. Von der Wegfindung und so weiter. Hier ist alles normale Butler. Du bist ein normaler Gardist. Okay, also keiner hier. Ah, seid ihr interessant? Nope. Butler im Arena-Bezirk müssen wir noch befragen. Also dort sollten wir vielleicht wirklich einfach mit Leuten, die Butler heißen, reden. Weil die vielleicht dann Infos haben. Okay, und das ist dann wahrscheinlich der Marktplatz, wenn die beiden Dudes hier sind. Ergibt auch Sinn mit dem Überdachten. Ist eigentlich auf dem Dach irgendwas? Schaut nicht danach aus. Kommt man da irgendwie drauf? Lass mich mal ganz kurz hier schauen. Ob man hier irgendwie auf das Dach drauf kommt. Vielleicht durch ein Fenster dort, aber das ist sehr spekulativ. Weil hier das ist definitiv zu hoch. Oh, von dem einen Dach da. Oh, von dem einen. Nee, das eine Dach ist genau unter dem. Nee, okay, vergesst es. Nee, ich glaube, man kommt da nicht rauf. Nee. Ich glaube, es gibt keine vernünftige Möglichkeit, dort rumzukommen. Schade. So, du bist doch sicher interessant. Moment, Jackal, mit dem haben wir vorhin gerade geredet. Lass uns lieber was anderes. Kann schon sein, aber. Nee, ich will kein Schutzgeld zahlen, fuck off. Ich glaube, dieses Schutzgeld ist gar nicht so im Sinne von, sonst geben die uns einfach aufs Maul, wenn wir den keinen sagen, sondern im Sinne von, wir, was in Skyrim Lydia ist oder so, dass wir quasi jemanden anheuern, der dann mit uns rausgeht und kämpft. Ich glaube, das ist es eher, als dass wir halt wirklich Schutzgeld bezahlen. Ich glaube, das ist hier quasi nur so ein. Der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Und ich darf hier eigentlich nicht rein, oder? Aber keiner hat gesagt, dass ich nicht über eure Hütten drüber darf. Von daher. So, wenn ich schon nicht durch darf, dann darf ich. Lass uns, der letzte Scheiß. Was? Ihr redet über Mode, der letzte Scheiß? Warte doch mal. Ich hab gehört, du hast dich mit Bloodwin unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Hey, du. Ich hab gehört, du wolltest Bloodwin kein Schutzgeld zahlen. Was willst du? Dich warnen. Bloodwin hat einige Leute bezahlt, damit sie dir Ärger machen.
Ich habe zum Beispiel gesehen, wie er mit Herrick darüber geredet hat. Und nur die Götter wissen, mit wem noch. Was Herrick betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Er muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel habe ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf. Das ist schlecht. Er hat genug. Noch einmal und du kannst was erleben. Fertig gemacht. Hey, null Erz gegeben, wir haben kein Erz. Danke für das Erz, du Held. Da stand null Erz gegeben, also. Wir haben nichts verloren, oder? Steh auf. Solange ich nicht. Die Sache ist, wir haben dem jetzt, glaube ich, nichts gegeben, oder? Wir haben kein Erz. Immer wieder dieselbe. Keine Münzen hat er uns genommen, der hat uns den Brief nicht genommen, nichts von dem. Keine Waffen. Der hat uns nichts genommen. Was für ein Depp. Der schlagt es einfach K.O. und für einfach nichts. Suchst du wieder Streit? Wir sollten uns vorher eher darauf vorbereiten, oder? Und wir werden vorher nochmal speichern. Und jetzt werden wir kurz was essen. Das ist ein bisschen wenig. Lebensenergiebonus 10. 15 ist angenehmer. So, und jetzt schauen wir nochmal, was abgeht. Wir haben das Schwert ausgerüstet. Ja, haben wir. So, du denkst also, du bist einer von den Harten. Versuch's doch mal bei mir. Du willst ein paar aufs Maul? Kannst du haben. Waffe weg. Ein Kampf. Er hat ihn fertig gemacht. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir brauchen bessere Waffen. Okay. Wenn wir schlafen, bräuchten wir doch eigentlich kein Ding mehr, oder? Aber wir gehen jetzt erstmal mit Bloodwind. Der Penner hat nämlich den bezahlt. Können wir nochmal mit Jesse reden? Hallo? Hallo? Okay, ich glaube, der will gar nicht mit uns reden, weil der hier brät. Ich hab's mir überlegt. Ich würde doch gern die 10 Erz bezahlen. Dann komm wieder, wenn du sie hast. Was heißt übrigens, ich hab mich geweigert? Fuck off. Okay, mit Jesse können wir nicht nochmal reden. Das ist ein Butler. Das mit dem Blut ist übrigens so ein bisschen... Naja, sag ich mal. Okay, wie spät ist es denn? 14 Uhr, okay. Scheiß drauf, wir gehen jetzt... Ne, wir gehen zurück. Wir gehen zurück und schauen, dass wir... Whistler, okay, also bei dem machen wir dann gleich weiter, aber... Ich will jetzt ehrlich gesagt hier nicht Nahrung verschwenden. Wahrscheinlich hast du recht. Weil ich will ehrlich gesagt wieder... Das ist vielleicht ein Bullshit. Lass uns lieber über was anderes reden. Ich meine... Oh, nee, das ist Mordrad, genau. Ich meine, zum einen sagen die sonst... Das ist echt ein bisschen arschig jetzt hier. Also... Ich kann verstehen, warum der eine Typ hier raus will. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja. Das war doch klar, dass es Ärger gibt. Reden die jetzt von mir oder was? Ich meine, ich hab halt kein Erz gehabt, also. Mein Nee, wir sind jetzt hier wieder hier. Hier ist die Hütte. Ja, genau. Also das Lager ist zwar schon nicht klein, aber es ist jetzt nicht so groß, dass ich mir so denke, Alter, ich weiß keine Ahnung, wo wir sind. Aber irgendwie matt hat sich zumindest jetzt aktuell nicht blicken lassen. Warum hat sich matt jetzt eigentlich gerade nicht... blicken lassen, wo wir uns jetzt gerade von ihm hätten beschützen lassen wollen. Fuck you, Matt.
frage mich, ob das Blut eigentlich wieder despawnt. Aber wenn wir jetzt schon hier sind. Aber behalt's für mich, muss ich gleich jeder wissen. Wenn wir jetzt schon hier sind, können wir. Ich frage jetzt ernsthaft, ob das Blut auch mal despawnt. Wahrscheinlich. Wo kommst du denn her? Du freust dich sicher auch so, dass du jetzt endlich jemanden gefunden hast, der dich versteht. Ich komme aus Korinis. Warst du schon mal dort? Ist ja eigentlich auch egal. Matt. So. Alright. So, jetzt reden wir nochmal mit ihm hier, mit Snuff. Wir haben nämlich seinen Stuff. So. Ich habe die Sachen, die du von mir wolltest. Gut, ich brauche sie nur noch dazuzugeben, dann ist der Eintopf fertig. Warte. Wir haben schon 3 Gegenstände erhalten. Oder wir haben 3 Gegenstände erhalten. Stand da gerade. Diese 3 Gegenstände sind was. Oh, Moment, haben wir nur Fleischwanzen-Ragu bekommen? Ich glaube, wir haben nur Fleischwanzen-Ragu bekommen. Das macht 6 gut. Die Fleischwanzen machen, glaube ich. Ich glaube, im Endeffekt war das jetzt nicht die allerbeste Idee. Aber wir haben die Quest beendet, von daher. Wir haben die Quest beendet, oder? Erfüllte Mission, Snuffs Rezept. Sehr schön. Also haben wir immerhin eine Sache gut gemacht. Gut. Ich hoffe mal inständig, dass wir jetzt nie nochmal von irgendwem aufs Maul bekommen. Das muss ich sagen, geht mir schon ein bisschen am Piss. Also da muss ich gleich mal sagen, das gefällt mir in Risen besser als in Gothic, dass dir nicht random Dudes aufs Maul hauen, weil du ihnen kein Geld gibst. War doch klar, dass... Weil ich weiß in dem Spiel jetzt nicht mal mehr, ich weiß noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das überhaupt, also ob wir überhaupt, wir müssen, das heißt, wir müssen Sachen tauschen gegen Erz und dieses Erz dann hergeben. Aber wir haben, glaube ich, nie mal genug, um denen allen Schutzgeld zu geben, also what the fuck? Hätte ich vielleicht doch noch mehr Viecher am Anfang platt machen müssen? Vielleicht. Aber... mit dir haben wir noch nicht geredet. Du warst Whistler, genau. Oder bist Whistler. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Und welchen? Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Absolut Idiot. Wahrscheinlich. Jetzt will ich aber eines vor allen Dingen wissen. Warum will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen? Das ist wirklich nicht mein Problem. Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und? Und das ist alles, was du wissen willst. Hast du mal dran gedacht, dass ich mit dem Erz durchbringen könnte? Ich will's mal probieren. Hast du mal daran gedacht, dass ich einfach mit dem Erz durchbrennen könnte? Vergiss nicht, die Kolonie ist klein. Wenn du mit dem Erz durchbrennst, finde ich dich. Okay, nachdem er das gesagt hat, bin ich fast versucht, das zu machen. Aber nee, wir sind mal gut und machen das. Wenn das alles ist, haben wir so easy einen Fürsprecher. Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Das mache ich. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Wir können auch sagen, hier hast du wieder dein Erz. Aber das würde ich sagen, schauen wir uns beim nächsten Mal an, ob wir den ersten easy Fürsprecher finden. Heute würde ich sagen, war mal ein bisschen Chaos, ein bisschen mehr Exploration hier. Wir haben immer noch nicht alles vom alten Lager gesehen, wir haben immer noch keine Karte. Also, ich würde sagen, das schauen wir uns alles hoffentlich beim nächsten Mal an. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und tschüss, Leute!